Willkommen bei Mensch at Home, der Talk für Mensch in schwierigen Zeiten. Als Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller schaffte er es mit seinem Hollywood-Türke-Film auf den bunten New Faces Awards. Und was es damit auf sich hat und wie schwer es war, diesen Film zu machen, das erzählt er uns jetzt bei Mensch at Home. Ich möchte ein großer und bekannter Schauspieler werden. Ich scheiße in deine Mutter, Mann! Das ist nicht echt. Kein Türke würde sagen, ich scheiße in deine Mutter. Herr Kackfikir. Kaçfikir. Wie auch immer, das reicht. Als Türke darfst du nur Drogendealer oder Muslim-Terrorist spielen. Und wenn ist nicht das, dann du bist Schawul. Ich soll ein Video über einen Migranten aus der Arbeiterklasse erstellen. Am Ende melden sich ja dann doch nur lauter Türken und da habe ich definitiv keinen Bock drauf. Ihr müsst mir dabei helfen, meine erste große Rolle zu spielen. Italiener. Wer ist der Präsident von Italien? Das ist Silvio Bär. Nee, Mann. Irgendwas mit M. Ja. Mussolini. Silvio Mussolini. Hai, Anasene Satim. Ja, das war der. Ja. Bunga, Bunga, Silvio Mussolini. Kein Schweinefleisch essen, aber leben wie die Schweine. Ich mache es Kalopine lieber mit Schweinefleisch. Mann, Schweinessen ist doch mega haram. Weißt du, ob das ein Helalschwein war? Was ist ein Helalschwein? Ein Schwein, was kurz vor der Schlachtung zum Islam konvertiert ist. Dein Ernst, Digga? Mach nie Geschäfte mit Türken. Habe ich bu herif Türkçe anlıyor mu? Lan Türkçe anlamıyor, o kadar küfür etti mi? Türk olsa tepki verirdi. Bilmiyorum, bilmiyorum. Şimdi siktirin gidin. Wie bitte? Ich hab nur auf Türkisch schönen Tag noch gesagt. Und dann auch von mir ein herzliches siktirin gidin. Von mir auch. Siktir gidin. Herzlich willkommen, Murat hier bei Mensch at Home. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Natürlich freue ich mich, wenn das alles wieder zurück zur Normalität kommt. Aber Gott sei Dank, mir geht's gut. Ich bin gesund und meiner Familie geht's auch gut. Ich habe ja gerade jetzt, dazu kommen wir aber später, deinen Film gezeigt, Hollywood Türke, und es kommt ein zweiter Teil, das erzählst du uns alles gleich. Aber jetzt erstmal nochmal zum Corona-Krise, Coronavirus. Vor 8 Wochen war der Lockdown. Was hast du da in dem Moment gemacht? Hast du was produziert? Was war vor 8 Wochen? Ich war dabei, den Film in andere Länder zu bringen. Da war die Berlinale noch. Ich erinnere mich noch, dass da gerade ganz viel Diskussion war über was in China passiert und dann Italien kam gerade auf. Aber ich hätte niemals gedacht, dass das irgendwie auch auf Deutschland Auswirkungen hätte, geschweige denn auf den Rest der Welt. Und dann warst du zu Hause. Wo ist dein Zuhause? Ich wohne in Berlin, hier in Wilmersdorf. Ich war natürlich... Ich war zu Hause, klar, als die Nachrichten dann kamen und so. War dann auch erstmal wie die meisten erstmal baff. Genau, warst du erst schockiert und dann kam aus der Schockstarre nach einer Woche oder so, wurde auch ich kreativ. Und was ist bei dir passiert? Ja, genau. Also irgendwie, weil man eben auch eigentlich nirgendwo was machen konnte, weil ja auch die anderen alle irgendwie gestoppt haben, dann war wirklich so eines der wenigen Dinge, die man machen konnte, eben kreativ werden, neues Projekt anschieben und vor allem mal auch wieder Zeit zu haben, Zwangszeit quasi zum Schreiben, was ja eigentlich auch wieder schön ist, was man vielleicht sich sonst schwerer genommen hätte, weil man ja immer irgendwas hat man immer zu tun und insofern war das vielleicht auch das Positive daran. Was warst du am Produzieren während der Berlinale? Was war das noch? Während der Berlinale habe ich nur den ersten Hollywood-Türken versucht, in andere Länder zu bringen. Mhm. Und da guckt man ja, dass man den in andere Länder kriegen kann. Da redet man eben mit möglichen Verleihern, Distributoren und so. Und da war ich dabei und habe natürlich aber schon immer im Kopf gehabt, Hollywood-Türke 2, die Fortsetzung. Und da hatte ich aber noch nicht geschrieben gehabt, sondern da war das nur ein Gedanke. Jetzt erzähl uns mal, wie kam es denn zu dem Film Hollywood-Türke? Hollywood-Türke kam eigentlich dazu, weil ich halt immer Filme machen wollte, aber ich wusste, ich werde keine Förderung kriegen, ich werde keine Gelder bekommen von den üblichen Entscheidern, den Sendern etc., weil selbst wenn, dann ist der Weg immer sehr, sehr lang und erfordert immer viele Kompromisse, was ja nicht grundsätzlich Schlimmes ist, aber es kommt dann immer oft leider verwässert das an, was man ursprünglich mal als Idee hatte. Und ich wusste, okay, wenn ich einen Film machen will, dann
muss ich es jetzt einfach selber machen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, mache ich etwas mit den Mitteln, die ich habe, mhm, und mit Geschichten, wo ich irgendwie vielleicht einen Bezug zu habe, und habe dann versucht, was zu kreieren, die Geschichte von Hollywood-Türke für den Massenmarkt. Also sprich, was läuft in Deutschland besonders gut, dann, wenn man sich die erfolgreichsten Filme anschaut, dann sind es Comedies oder Romantic-Comedies meistens. Und also habe ich gesagt, okay, versuche ich sowas in dem Bereich zu machen und versuche es einfach nur mit einem Spin zu machen, der so ein bisschen meinen Background und so auch widerspiegelt. Genau, du bist geboren, bist du hier in Deutschland geboren, oder? Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, aber natürlich beide Eltern türkisch, und irgendwie hat man dann beide Herzen in einer Brust, und irgendwie ist man weder das eine ganz noch das andere ganz, man ist irgendwie was dazwischen, und man versteht beides, und es ist irgendwie ein neuer Platz, den man sich da irgendwie finden muss. Geht ja vielen Deutsch-Türken so, die in der zweiten oder dritten Generation hier dann groß geworden sind. Jetzt hast du Hollywood-Türke produziert, Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller. Wie schwer war das alles zusammen? Das war schwer. Dazu kam noch Szenenbild, Catering ein bisschen mitgemacht und noch tausend andere Dinge geschnitten. Ja, das war super lehrreich, weil man natürlich super viel lernt dadurch. Ich hatte gar keine andere Wahl. Ich hatte ja keine Leute. Ich wollte eigentlich nicht die Hauptrolle spielen. Ich wollte eigentlich jemanden finden, aber das konnte ich nicht. Also habe ich gesagt, bevor ich den nicht drehe, spiele ich halt selber die Hauptrolle. Ich hatte eine Crew, die bestand aus 4 Leuten. Eine Woche vor Drehbeginn sind 3 davon abgesprungen. Ich habe 2 Monate lang alleine in einem Kellerloch in Kreuzberg gesessen, den alleine vorbereitet, Leute gecastet. Immer wenn ich die Leute gerufen habe zu meinem Keller, den ich gestellt bekommen hatte, dachten die gehen zu einer Organspendemafia, weil das sah so schäbig aus und so runtergekommen, und es war halt im Keller, im Hinterhof. Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, aber es waren die wildesten, also es war verrückt eigentlich, wenn man so zurückblickt, wie ich den Film gemacht habe. Kann man auch sagen, das war eine Low Production? Ja, also es war wirklich sehr low, low Budget von dem, was man normalerweise hat, also es war wirklich sehr, sehr begrenzt an Mitteln und sehr wenig Leute halt. Wir hatten auch nur 8 bis 10 Crewmitglieder, alles Anfänger, die alle ihren ersten langen Film machen, manche zum allerersten Mal überhaupt einen Film machen, und dadurch war das noch schwieriger. Also man hatte wirklich an allen Enden, wir hatten kein Licht und. Also es war ganz, ganz einfach und rudimentär. Aber trotzdem hast du es geschafft, ihn in den Kinos laufen zu lassen. Ja, wo das ist richtig, der? Wie das passiert ist, ja, also wir hatten den Film dann natürlich fertig irgendwann, nach langer Zeit, mein Cutter ist abgesprungen, man muss sich selber schneiden, muss einen neuen Cutter finden. Hättest du mich gerufen? Ja, du, damals, ich glaube, die meisten, das Problem war immer, die Leute haben alle natürlich was zu tun, ja, und da muss man sich Zeit nehmen viel, und das ist immer schwer, deswegen verstehe ich das auch. Und ich bin auch jedem trotzdem dankbar, dass er dafür gearbeitet hat. Und dann habe ich halt versucht, den Film an Verleih zu bekommen, viele Absagen kassiert, und habe dann aber, als ich mich mit einem Schild auf die Berlinale gestellt hatte, unter anderem eben einen großen Hollywood Major Studio Verleih bekommen, der den Film dann ins Kino gebracht hat, 20th Century Fox. 20th Century Fox, wow. Richtig, die es jetzt so auch nicht mehr leider gibt, die sind jetzt von Disney übernommen, heißen jetzt 20th Century Studios auch, aber das war noch diese berühmte Fanfare, die man von vor Star Wars kannte, vor vielen tollen Filmen halt, und das hat einen dann schon mit Stolz erfüllt, dass dieses Logo, diese Fanfare von vielen Lieblingsfilmen dann auch vor dem eigenen ersten Film dann war. Wahnsinn. Das war schon schön. Das ist echt toll. Okay, und dann Hollywood-Türke 2 steht jetzt in den Startlöchern, sobald man wieder drehen kann? Ja, also ich suche jetzt natürlich Investoren. Ich schreibe gerade das Drehbuch zu Ende, bin hoffentlich Ende Mai fertig. Es gibt schon erste Gespräche, Sponsoren, Investoren, die man dann sozusagen mit an Bord holt, weil ich den Film Independent diesmal rausbringen möchte. Ja, das wird natürlich nochmal eine schwierige Aufgabe sein, aber man muss ja anfangen und dann mal gucken, was sich ergibt. Aber Hollywood Türke 2 soll dann nächstes Jahr im Herbst soll er rauskommen, Herbst 2021, gedreht werden soll, wenn es klappt, alles so ab März, April, Mai irgendwie den Zeitraum rum, muss ja ein bisschen sonnig sein, und das Ganze soll in Antalya spielen dann, der zweite Teil, also der Großteil. Mit mehr Action, mit mehr Möglichkeiten. Deswegen versuche ich jetzt eben da auch Partner und Investoren und Sponsoren zu gewinnen. Ja, ich wünsche dir alles Gute dazu. Hast du auch was Vernünftiges gelernt, würde manch Elternteil sagen. Ja, es ist witzig, weil natürlich Filme mal so,
so unseriös klingt, aber natürlich schauen sich jetzt alle Leute, während sie zu Hause sind, Filme an und leben davon und lassen sich davon inspirieren. Ich finde es natürlich auch vernünftig, aber ich habe BWL studiert, so, um meine Eltern glücklich zu machen, habe das auch abgeschlossen. aber mein Herz war nie so richtig dabei und mein Herz gehört natürlich dem Filmemachen und ich liebe Filme und wie viele Menschen Filme auch gerne sehen und lieben, es war das immer etwas, was mich fasziniert hat und ich wollte unbedingt lernen, wie man das macht. Und wenn man es richtig macht, ist es auch ein gutes Geschäft. Ist natürlich schwer zurzeit im Kino, aber es geht immer mal wieder, wenn bestimmte Filme gut promoted und ein großes Interesse haben, dann sind es auch sehr erfolgreiche Filme immer noch im Kino. Normalerweise frage ich immer meine Gäste hier bei Mensch et Ho, beschreib mir einen Film, der deine Lebensgeschichte am besten beschreibt. Das ist so, bei dir ist ja, ist das nicht Hollywood-Türke ein bisschen? Bisschen schon, aber nicht, weil es meine Lebensgeschichte ist. Das ist ja natürlich fiktiv, obwohl es diese Figuren gibt. Aber da steckt natürlich viel der Durchhaltewillen, dass man es unbedingt schaffen will, dass man nicht aufgibt, obwohl man 1000 Widerstände und Absagen bekommt. Das spiegelt schon viel auch von meinem Leben wider, weil ich das ja erfahren habe, als ich den Film gemacht habe, habe ich viele Absagen bekommen, viele Demütigungen, viel, wo man lächerlich gemacht worden ist. Mhm. Da muss man, also darüber zu gehen und weiterzumachen, da ist schon eine Parallele zur Hollywood-Türke doch. Und jetzt, du bist ja auch tätig auf diverse Social-Media-Plattformen, das gehört dazu. Und da habe ich gelesen, dass du für den Bunte New Faces Award nominiert bist. Ja, das stimmt. Der Bunte New Faces Award, die Auswahlkommission hat entschieden, dass Hollywood-Türke einer der 4 besten Debütfilme 2020 ist. Und das ist für uns schon eine große Auszeichnung. Und jetzt wird diese Woche irgendwann auch werden die Gewinner entschieden. Wir haben natürlich, die anderen Filme hatten natürlich alle Förderung, ein großes Team, hatten Zeit zum Entwickeln und so. Dass wir alleine schon mit unserem kleinen Film, der wirklich ohne Förderung, ohne Sender, ohne große Mittel, mit nicht mal einem richtigen Team, also einem super kleinen Team, es geschafft hat, in die Auswahl zu kommen, ist für uns schon eine große Ehre und das freut uns sehr, dass wir da überhaupt wahrgenommen werden, dass der Film als gut gemachter Film anerkannt wird. Wie viel bringst du denn sonst deine Freizeit? Machst du Sport? Ja, momentan ist wenig Freizeit, das ist wirklich hauptsächlich das Drehbuch, das ist wirklich von morgens bis abends und man geht dann auch mal, klar, auch mal joggen oder so. Ein bisschen also, Entschuldigung, du schreibst nicht von abends bis morgens? Du schreibst Ich schreibe beides, morgens bis abends und manchmal abends bis morgens. Also ich hatte beide Sessions schon, wann eben einen die Muse küsst oder wann man das Gefühl hat, man hat sich jetzt genug gedrückt, weil es ist schon immer, man drückt sich sehr davor. Es ist unangenehm. Schreiben ist 10% Spaß und 90% Schweiß. Und man hat 10% mal tolle Ideen, dann lacht man und dann muss man aber 90% der Zeit Probleme lösen, die alle nicht so unbedingt spaßig sind. Und das ist wie so, das Gehirn wird dann immer wieder gedrückt und gemolken und du musst halt wirklich, es ist, also jeder, du kennst es sicherlich, man, es ist sehr anstrengend, ja, da immer mit Ideen zu kommen und originell zu sein und nicht so ausgelutscht. Aber ja, das ist eigentlich mein Tag momentan, was ich von morgens bis abends mache. Weil man muss ja auch tief drin sein, man muss in der Geschichte sein, sonst kommt man immer wieder raus und dann muss man sich wieder reinarbeiten. Deswegen muss man auch ein Stück, wenn es geht, viel daran arbeiten. Okay, Hollywood-Türke 2 kommt demnächst, aber bis dahin sag uns, wo wir Hollywood-Türke 1 sehen können. Ja, also momentan findet man ihn auf allen Video-on-Demand-Plattformen, die typischen Amazon, iTunes, Netflix noch nicht. Das ist, hörst du, würde, wenn, dann, der sagte würde, vorhin, der hat den Trailer gesehen, ne? Mein Mann, und sagte dann, oh, den müssen wir uns streamen. Ja, das ist schön. Also dann sagt mir gerne, wie ihr ihn fandet. Wie gesagt, auf Amazon, iTunes, überall so, auf Sky findet man den. Netflix noch nicht, weil es ja Subscription-VOD ist, aber man kann ihn jetzt kaufen, leihen erstmal, bevor er dann irgendwann vielleicht mal auch auf Netflix etc. erscheint. Okay, das haben wir gut gesagt. So, dann vielen Dank, dass du bei Mensch at Home dabei warst. Danke, dass ich da sein durfte. Für euch weiterhin viel Spaß und Erfolg auch. Und alles Gute und bleibt gesund. Ihr auch. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Ciao. Danke, tschüss.